Herzlich willkommen zurück zum Mass Effect. Ja, ich will hoffen, dass wir heute dieses ganze Nebenquesten... Dies ist der Ort. Meine Panzerung muss hier irgendwo sein. Nebenquesten beenden können. So. Naja, mal nachgucken. Locken wir sie raus. Na prima. Rex wird mittlerweile nützlich. Los. Aber Tali, mal nachgucken. Achtung, der Schuss! Fällt noch einer. Oh, toll, der ist oben. Los, los, los! Waffen ohne Ende. Wow. So. Los, los, los!
der ganzen neuen Waffen wird das allmählich zur Routine. Oh Mann, jetzt gleich muss ich zur Citadel. Das ist sie. Ach, endlich. Ich kann nicht glauben, dass meine Ahnen diesen Mist je getragen haben, aber zumindest habe ich sie wieder. Ich bin froh, dass wir ihnen helfen konnten, sie zurückzubekommen. Ich fange ja fast an, sie zu mögen, Shepard. Ja, aber schön platonisch bleiben. Oh, oh. Oh, Mann. Das wird knapp. Also viel mehr dürfen wir jetzt nicht mehr finden. Besonders nichts wirklich Wertvolles. Oh Gott. Also die, daraus mache ich jetzt Universalnägel. Also Brandmunition und so weiter. Schweres Dechiffrieren. Ja. Oh nein. Präzisionsgewehr, was ist denn da oben? Schrotflinte, irgendeine. Und irgendwas für Kroganer, irgendeine mittelschwere Rüstung. Mal nachgucken. Ach, nicht wirklich besser. So. Aber das haben wir jetzt alles. Und danach geht's verkaufen. Dann geht's wieder eine Tour durch die Normandie. Mit allen sprechen. Vielleicht haben sie was Neues zu sagen. Dann werden die letzten Quests angepackt. Oh Mann. Das ist fies.
Das ist richtig gemein. Wie kommen die denn auf die Idee, hier hin was zu machen? Sanolithium. Ach, Mann. Kurz ein bisschen Abstecher. Wenn alles Universalnägel. War ja nichts Interessantes dabei. Nichts, was ich nicht noch tausendmal finden würde. Das einzige, was noch schwer nachher zu finden ist, dass wir das suchen kosten, das werde ich, da werde ich wahrscheinlich aber im Internet nachgucken gehen, ist der letzte Salarianer Hundemarke. Und ansonsten suche ich mir dabei einen Wolf. Wie man ja in den vorigen Parts gesehen hat, erscheinen die nicht auf der Karte. Also wenn ich die nicht so finde, bis ich dieses Mineralien suchen, werde ich mal kurz im Netz gucken gehen, auf welchem Planeten sich das Ding befindet, damit man nicht ewig durch den ganzen Weltraum kurft. Ich weiß schon, was da drin ist. Das erkennt man sofort. Wenn man vorherig bei dem proteanischen Datendisk aufgepasst hat, erkennt man sofort, dass hier proteanische Datendisk drin ist. Aber seltsam. Naja, gehen wir erstmal hier hin. Also, es ist tatsächlich hier.
Materialien entschiffen wieder. War sehr irritierend, warum hier eine proteanische Ruine ohne Datendisk ist. Ist richtig fies. So. Jetzt fehlt uns ja nur noch ein Erz. Wie viel mache ich insgesamt noch? 7. Mineralien. Da bin ich auch schon drüber. 6. Nummer 6, 12. Also noch 12 Stück. Das sollte ja wohl möglich sein. Juhu, 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 juhu. Ha, bin geflogen. Dann müssen wir die Basis. Also anscheinend sind hier tatsächlich nur zwei drin, aber ich gehe nochmal hier in die Ecke. Ja, das war's dann. Zurück zur Normandy. Okay. So, welches System war das jetzt nochmal? Aha. Ich glaube, hier war ich auch schon, oder? Kurz mal nachgucken. Ja, sieht so aus. Jetzt habe ich den Planeten schon geplündert. Yep. Ist schon alles geplündert worden, so. Dann ist Argus Ruf fertig. Jetzt geht's gleich zum Exodus Cluster. Aber ich mache, gibt noch nicht die Quests, aber ich gehe jetzt erstmal nur verkaufen. Und kaufen natürlich. Ich brauche schließlich noch ein paar Waffen. Weil die Quests gebe ich erst, sobald ich auch das letzte System durchforstet habe. Das letzte freie System. Sagen wir es so. Das letzte freie System. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Und dann kommen die Story-Missionen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Und dann kommen die Story-Missionen.
Allianzvertreter berichten, dass die Geth-Invasion im Armstrong-Cluster abgewehrt wurde, wobei die Geth schwere Verluste hinnehmen mussten. Um zukünftige Geth-Aktivitäten eindämmen zu können, plant die Allianz, in dem Gebiet eine starke Präsenz aufrechtzuerhalten. Ha, meine Arbeit wird mal gewürdigt. Jetzt gibt es große Verkaufsaktionen. Davor noch eine kleine Ausrüstaktion. Wer weiß, ob es stärkere Waffen gibt für meine Leute. So, jetzt erstmal. Und noch Rex. Also wirklich nichts Neues. Nichts Neues für ihn. So. Machen wir das hier. Ja, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Das wird so weit dauern. Eine Million. Ja, da werden wohl zwei Charaktere komplett mit Waffen ausgestattet. Der Wahlkampfvertreter ist noch nicht hier gut. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit.
Oh, Hydra 7. Oh, das ist besser als was ich habe. Aber ich finde nachher was, das lohnt sich nicht wirklich. So, da haben wir Schrotflinte und Pistole. Was ist noch? Oh, eine Lizenz. So. Schrotflinte. Pistole. Ah, der ist jetzt schon verdammt gut ausgerüstet. So, und für den nächsten Charakter hole ich mir die dann beim meinen Waffenoffizier, der müsste eigentlich auch welche verkaufen. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Jedes Mal, wenn ich die Zitadelle besuche, bringt mich die Sicherheit für einen netten Plausch her. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. So. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Jetzt kommt der letzte Sterncluster. Gleich. Das wird spaßig. Und natürlich dann auch das erste DLC. Das sollte man auf der jetzigen Stufe eigentlich schon schaffen. Aber das andere mache ich erst sobald kurz vorm Ende, weil ich habe keine Lust, das so oft hintereinander nochmal zu machen. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods, aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen... Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet, aber... Zeigen Sie mir... Sehr gern, Commander. So... Wieder eine komplette Ausrüstung. So. Oh, das stimmt ja. Sind jetzt gleich dabei. Aber Rex wird damit ausgerüstet. Gut. Tali ist eh nur der Knacker. Stiebt mir eh viel zu oft. So. Jetzt ist es soweit. Letzter Sterncluster. Und somit das erste DLC. Bring Down the Sky heißt das. Was gehen wir hier hin?
nicht. 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 Oh, da haben wir Eden Prime, wo wir ganz am Anfang waren. Und nicht. System hier? Nein. Gut. Gehen wir jetzt dahin. Ziemlich sicher, dass mir irgendwo noch ein Planet fehlt. Weil ich habe noch gar nicht den Marines-Drop gefunden. Aber was soll's, machen wir das jetzt? So, jetzt sind wir bei den DLC angelangt. Beim ersten. Dieses Opfer wurde brutal verprügelt und dann aus nächster Nähe von einem Pistolenschuss in den Hinterkopf getötet. Vermutlich hat er sich ergeben und wurde dann von seinen sadistischen Verfolgern exekutiert. Autsch. Letzter Eintrag der Forschungsstation 3, protokolliert von Techniker G. Mendel. Der zentrale Funktion ist wieder mal defekt. Nie hört mal jemand auf meine Warnung bezüglich einzelner Fehlerquellen. Ich bin überrascht, dass unsere Oberflächenkommunikation überhaupt funktioniert. Wenn Sledge auftauchen, um mich, ja, keine Ahnung, wie man das ausspricht, um mich abzulösen, werde ich mal sehen, ob ich die alte Lady wieder flott bekomme. Aha, hört sich ja sehr interessant an.
los. Und repariert. So, jetzt habe ich nämlich alle Forschungsstationen auf der Karte. Hier ist noch eine unter oben. Zuerst mal schnappe ich mich diesem Fusionsantrieb hier. Das war schon. Schade eigentlich. Jetzt wo zwei solche Waffen haben, geht das natürlich alles noch extrem schneller. Schade, aber lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Jetzt wird das Spiel ein bisschen eintönig. Ein bisschen zu leicht. Bis auf den Endboss. Mit seinen dämlichen "Ich hüpfe durch die Gegend". Firestorm. Antrieb deaktiviert. Oh Mann. Und geschafft. Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Waren Sie das? Können Sie mich hören? Wer sind Sie? Was ist hier los? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terra Nova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terra Nova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. So. Das war der erste... Ach du Scheiße. Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Es braucht mehr als ein Schüsschen, um mich außer Gefecht zu setzen. Tut mir leid. Ich habe erst bemerkt, dass Sie ein Mensch sind, als... Naja. Ich schätze, ich bin kein Vorzeigesoldat.
Ich weiß, dass Sie Angst haben. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Commander Shepard von der Allianz. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terra Nova erreichen. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Meine Familie. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Ich habe keine Zeit, das im Kopf auszurechnen. Was passiert, wenn wir diesen Felsbrocken nicht aufhalten? X-57 hat einen Durchmesser von 22 Kilometern. Doppelt so groß wie der Asteroid, der damals auf der Erde die Dinosaurier auslöschte. Es wäre so, als würden Millionen Fusionsbomben auf einmal detonieren. Millionen. Die Hitze der Explosion würde selbst in 1000 Kilometern Entfernung noch ihre Kleidung verbrennen. Es wird verheerende Brände auf dem ganzen Planeten geben. Die Druckwelle wird alles im Umkreis von hunderten Kilometern dem Erdboden gleich machen. Terra Nova wird sterben, Shepard. Nicht nur unsere Kolonie, nein, der ganze Planet. Es wird einen Klimawechsel geben, Massenaussterben. Das Ökosystem wird tausende von Jahren brauchen, um sich davon zu erholen. Vielleicht sogar Millionen. Besteht die Möglichkeit, dass er in einem der Ozeane landet? Das wäre noch viel schlimmer. Tsunamis würden mit hunderten von Kilometern pro Stunde landeinwärts rasen. Millionen Tonnen Wasser würden beim Aufprall verdampfen. Der gesamte Planet wird in Wolken gehüllt sein. Sämtliche Pflanzen könnten sterben. Und dann würde das komplette Ökosystem umkippen. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber glauben Sie mir, es wäre verheerend. Das ergibt doch keinen Sinn. Batarianer organisieren sich oft in kriminellen Gangs. Nicht sehr ethisch, aber profitabel. Sie zerstören keine Welten. Was würden Sie dadurch gewinnen? Ich kenne alle Geschichten. Sklavenhändlerringe, die Menschen wie Tiere verhökern. Piratenbanden, die Kolonien niederbrennen. Aber das ist... Die Zitadell-Konventionen untersagen mutwillige Asteroiden-Kollisionen. Ich hätte nie gedacht, die Batarianer würden so weit gehen. Sie waren hier, als all das passierte. Wie viele Batarianer haben Sie gesehen? Und wo waren Sie? Sie sind bei der Hauptanlage gelandet. Sie haben die Zugangscodes geändert. Wir kommen jetzt nicht mehr rein. Keine Ahnung, was da drinnen vor sich geht. Ich habe gesehen, wie sie in Gruppen zu jeder der Fusionsstationen gingen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele. Genug, um sie in einen Kampf zu verwickeln. Haben Sie eine Ahnung, wer dahinter steckt? Wer sie anführt? Das könnte uns einen Hinweis geben. Ich habe ein paar von Ihnen einen gewissen Ballack erwähnen hören. Er scheint hier das Sagen zu haben. Sie war nicht überzeugt, das hier sei eine gute Idee. Aber sie hatten eine Heidenangst vor dem Kerl. Angst genug zu tun, was er will. Die meisten Batarianer sind keine Genoziden-Irren, aber das hier sind Terroristen. Ich weiß, es ist nur... Ich hatte diese Entwicklung nicht erwartet, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Überall Batarianer und ich muss alle 3 Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen. Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Dann sollte es kein Problem geben. Sie haben sie angebracht. Können Sie sie auch deaktivieren? Leider nicht von hier aus. Am Eingang zur Fusionsanlage, innerhalb des Detonationsbereichs, gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen. Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batarianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Wissen Sie, wo ich sie finde? Sie haben unsere Außenausrüstung überprüft. Am einfachsten wäre es, wenn Sie sich in den Funkturm an der Oberfläche einklinken. Die Ausrüstungsstationen erscheinen dann auf Ihren Sensoren. Ich werde sie suchen. Trotzdem haben die Fusionsantriebe Priorität. Ja, da haben Sie recht. Terra Nova zu retten ist wichtiger als mein Team. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batarianer haben sie als Geisel. Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batarianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren.
Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Was kann schlimmstenfalls passieren? Wir können den Asteroiden nicht aufhalten. Können wir dann jedenfalls die Kolonie evakuieren? Shepard, es hat 30 Jahre gebraucht, die Bevölkerungszahl diese Größe erreichen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass sie ein paar Leute in abgelegene Gebiete bringen können. Aber sie werden es nie und nimmer schaffen, mehr als einige Tausend von dem Planeten wegzubringen. Wir haben einfach nicht genug Schiffe. Niemand hat das. Gut, vielleicht die Quarianer. Aber ich bezweifle, dass sie spontan auftauchen und uns ihre Hilfe anbieten. Warum sollte das Ding hier überhaupt bewegt werden? Ursprünglich sollte der Asteroid in die Umlaufbahn von Terra Nova geschleppt und dann vermint werden, sodass letztendlich das Grundgerüst für eine Raumstation entsteht. Diese Vorgehensweise ist um einiges günstiger, als von der Planetenoberfläche alles in den Orbit zu schaffen. Die gewonnenen Mineralien decken sogar fast die Kosten. Was können Sie mir über Kate sagen? Messerscharfer Verstand und unglaublich mutig. Ich hoffe, sie bleibt in ihrem Versteck. Wenn die sie finden. Katie, mach keine Dummheiten. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können. Wenn die Batterianer zurückkommen und sie finden. Ja, ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. So, ja, das war jetzt mal wieder ein längeres Gespräch. Aber jetzt wissen wir unsere Aufgabe. Also ran damit. Eine Art Lager zu sein. Aha. Letzte Chance auf Rock, naja. Wenn das Rock war, dann müssen diejenigen, die den Sender betrieben haben, mal einen ganz schlechten Geschmack haben. Die nächste Leiche. Hier spricht Dr. Himes. Sie haben mich gefunden. Verdammte Batterianer. Ich kann sie umherstreifen hören. Sie versuchen, einen Weg hier reinzufinden. Es klingt, als wollten sie was an der Tür anbringen. Sollte ich es nicht schaffen, richte. Autsch.
Rufen Sie in der Zwischenzeit einfach vor. Wieder ein Stufenaufstieg. Das. Oh, Einigkeit, ja, das ist sehr nützlich. Achtung! Bodenradar zeigt nahe Sprengladungen zur Fahrzeugabwehr. Bitte zu Fuß weitergehen. So. Einigkeit. So. Schnell speichern und weiter geht's. So.
hier ja mal richtig souverän gelöst. Gekriegt. Medizin Interface 5. Habe ich glaube ich schon in meiner Rüstung drin. Nein, hatte ich noch nicht drin. Jetzt habe ich es drin. Tali, wie man sieht, bist du schon wieder gestorben. So. Sind Sie da? Sie müssen sich beeilen. Sie haben sie ernsthaft sauer gemacht. Ihr Anführer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da! Nicht schießen, bitte! Ah. Oh. Wer schaltet die Antriebe ab? Ich werde Sie nicht nochmal fragen. Finde das Problem und behebe es. Raus mit dir! So, jetzt aber auf jeden Fall erstmal wieder ein Schnitt.